You were everything to me, and you always will be. Deep in my heart that aches for the sound of your voice. But no longer will I have that choice. Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück in den Metros. Ich bin immer noch Yumika. Und heute beenden wir das Metro Last Light Redux Gameplay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Absolut keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich einen Kaugummi im Mund habe. Und das vermutlich nicht das Beste ist, während des Let's Plays einen Kaugummi zu kauen. Aber ich werde versuchen, nicht zu deutlich auf ihn rumzukauen. Danke, danke. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, dass wir das hier eigentlich schon gemacht haben. Ich weiß es ganz genau. Das hatten wir schon mal gemacht. Und ich kann mich erinnern, wir versuchen keinen zu töten. Was nicht ganz so einfach ist. Und nicht so toll, weil ich die Trophäe dann nicht für das Töten bekomme. Echt schade. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Gibt es eine Waffe, die nicht so auffällig ist? Nee, die sind alle sehr auffällig. Na toll. Na toll, ich hoffe ja wirklich, dass im Exodus, dass man dann wirklich eine Pistole immer mit sich rumführen kann. Oh. Haben wir keine Granaten? Ich will eigentlich eine Granate zur Abdeckung schmeißen. Was? Nein! Was ist das? Erwartet mal! Einer nach den anderen! Einer nach den anderen! Absolut safe, Leute! Okay. So schnell kann es gehen. So schnell kann ein Trupp ausgelöscht werden. Ja gut. Im nächsten Metro sollten wir nicht mehr leicht spielen. Oder ist es überhaupt leicht? Ich glaube, das ist nicht mal leicht eingestellt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was hier überhaupt eingestellt ist. Moment, Moment. Hier war gerade etwas. Hier, die. Die will ich mal kurz sehen. Ich glaube aber, die ist viel schwächer als unsere, oder? Oh ja, das ist ja gar keine AK, was wir da haben. Das ist ja eine RPD. Voll vergessen, dass es eine RPD ist. Jetzt hätte ich fast getauscht. Aber blöd, dass es dafür keinen Schalldämpfer gibt. Ach. Ihr wisst ja gar nicht, wie schön dieses Gefühl ist, nicht die ganze Zeit darauf aufpassen zu müssen, dass die Facecam funktioniert oder nicht. Oh, das ist so ein geiles Gefühl. Glaub mir. Okay, die haben wir wohl irgendwann in einer anderen Folge platt gemacht. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo wir überhaupt hin müssen. Oh. Hier. Ey, zack, ich werde die gar nicht prügeln werden. Ach, okay, der ist... Ach stimmt, wir haben dich ja glaube ich gar nicht gekillt, wir sind einfach abgehauen, oder? Ein Schuss verbraucht, gleich mal nachladen. Hä? 101 Schuss? Okay. Du kennst ihn und er kennt dich. Ach echt? Um was geht's denn überhaupt? Ich hab den Kontext vergessen. Ich hab den Kontext leider komplett vergessen. Au! Geh weg, du Idi! Ich glaube, ich schaffe einen. Hey, Lesnitsky, alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Was für eine falsche Sau. Stellung bezogen. Perfekt, Lesnitsky. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details.
Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitzki? Ja, Genosse General. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Und was ist denn? Ein schlechter Depp oder was? Ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Wie die Zunge raushängt. Interessant. Was soll man jetzt machen? Also wenn wir ihn töten, haben wir die Challenge ja eigentlich verloren. Verdient hätte er es wohl. Aber ich weiß ja nicht so recht. Vielleicht steckt ja doch noch was Gutes in ihn, Leute. Und ich will unsere Challenge nicht verkacken. Er ist sehr böse. Aber du hast recht. Töten ist schlimmer. Naja, wie man es nimmt. Aufgrund von Kriegshandlungen ist die rote Linie gesperrt. Ich wiederhole, die rote Linie ist für den gesamten Verkehr gesperrt. Benutzen Sie nur den Eingang am roten Platz. Na toll. Was haben wir jetzt wieder bekommen? Oder war es jetzt nur ein Safe? Ich weiß das alles schon gar nicht mehr. So. Irgendwas wird gesperrt. Moment, waren wir hier nicht schon mal? Ist es. Sind wir doch woanders, als ich dachte, wo wir sind? Nee, kann ja gar nicht sein. Sorry, ich schluck auf. Kann ja gar nicht sein. Wir haben ja die RPD bei denen gekauft, oder? Also hier waren noch Händler und hier haben wir die RPD gekauft. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitzkis Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen. Und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Ah ja, Stadt der Phantome. Schatten hier. Viele. Sehen mich nicht. Hören mich nicht. Lebendig und tot zugleich. Sehr seltsam. Oh nein, Geister. Ich weiß nicht, ob ich der Fan von Geistern bin. Also, wenn er das mit Schatten meint. Er ist ein eigenes. Okay, da kann man nicht reinkriechen, oder wie? Schade. Aber ich bin schon gewohnt, dass wir einfach durch Fenster durchsteigen können. Das können wir hier ja gar nicht. Okay, wenn hier Geister sind, dann müssen wir auf jeden Fall auf die Geister erstmal eingehen, ne? Hallo? Jemand zu Hause? Da war gerade einer, glaube ich. Hey! Was geht ab? Jemand da? Okay, da ist eine Falle. Das kann man nicht öffnen. Na, der hier spielt davon. Okay. Hallo? Sonst noch wer da? Oh. Ah. Also da hat sich jemand, gegönnt. Ja. Moment mal, entschärfen die erstmal, sonst rennen wir später nur in die rein.
weiß ich doch jetzt schon, dass das so passieren wird. Wir kennen uns doch. Wir haben unseren ersten Ranger-Außenposten eingerichtet. Und wir erkunden noch die Stadt um uns herum. Im Norden ist ein Vorratslager in der Nähe eines großen Hofs. Alles andere scheint normal. Nur überall die toten und stillen Häuser. Still. Heute haben wir in der Ferne ein Geräusch gehört. Wie ein Brüllen oder ein Krachen. Die Stille ist fort. Meine Ohren klingen noch. Aber ich fürchte, der Tod ist noch immer nah. Dies ist mein letzter Eintrag. Unsere Basis ist nicht mehr. Wir sind hier nicht mehr sicher. Ihr werdet es auch nicht sein. Wir haben dies selbst über unsere Welt gebracht. Okay, wenn wir den Lärm hören, müssen wir weglaufen. Oh, ignoriert das einfach. Was war das? Hallo Teddy, was geht ab? Hier drin ist wohl nichts mehr. Oh ja, stimmt ja. Hey. Sorry, ich hatte gerade einfach zu viel Schiss, er sagte vom Lärm. Boah, erschreck mich doch nicht so. Vom Lärm soll man wegrennen. Und das ist eindeutig Lärm gewesen, oder? Ich wollte schauen, ob wir die Tür öffnen können. Können wir wohl nicht. So, hallo? Jemand zu Hause? Pizza ist da. Hallo? Die Pizza ist da. Irgendjemand? Will keiner eine Pizza? Oh Mann, eine Pizza ist da. Die Pizza ist da. Hallo? Pizza? Ich nehme mir schon mal meine Bezahlung. Pizza steht bei der Türe. Pizza steht neben dem Safe, Mann. Tut mir leid. Sprache nicht so gut. Holen Sie Pizza. Warum holen Sie keine Pizza? What is this? Mama mia. Warum ist das einzige so gut erhalten? Pizza. Neueintrag. Und wieder gehen wir über die Oberfläche. Hallo Moskau! Eine Stadt der Gräber. Eine Stadt der gefallenen Helden. Eine Stadt, die ihrer Seele beraubt wurde. Sie ist nicht mehr meine Heimatstadt. Meine Heimatstadt gehört der Vergangenheit an. Aber es ist wie die Heimatstadt kleinen Schwarzen. Wie seltsam. Hallo? Ist da wer? Gerade einen Schatten vom Fenster aus gesehen. Ich konnte nicht so gut sehen. Hallo? Die Pizza wird kalt. Leute! Hallo? Holt euch eure Pizza. Irgendwie sieht es richtig aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen da lang. Ja, wir haben ja auch eine Tür aufgemacht. Ich glaube, Türen kann man nur öffnen, wo man hin muss. Okay, gucken wir uns erstmal nochmal um. Ich will noch nicht weitergehen. Ich will mir das erst alles anschauen. Waren wir hier schon drin? Hallo? Okay. Okay, hier haben wir noch einen Filter. Danke, danke. Den nehme ich dankend an. Die Geister sind mit uns, Leute. Okay, hier waren wir schon drin. Hier waren wir noch nicht. Oh doch, hier waren wir auch schon. Okay. Ich frage mich aber, was passiert mit diesen Alarmen? Dieser Raum ist fucking interessant für mich gerade.
Ich will wissen, was das für ein Alarm ist. Obwohl, hier sieht es aus, als hätte es gebrannt. Ich glaube, das war eine Alarmanlage für Feuer und so. Und dieser Raum ist, also dieses Haus ist besonders bösartig, habe ich das Gefühl. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Hier hört man diese richtig krassen, bösartigen Schreie oder was das sein soll. Hört sich an, als würde es von oben kommen. Och, wir können ja nach oben. Guck mal einen an. Wir kommen hier hoch. Nur leider brauchen wir von dem Zeug hier nichts. Aua. Okay, ich will es nochmal versuchen. Okay, das wird wohl nichts. Dann machen wir uns vom Acker. Tschüss Geister, viel Spaß noch. Wir sind da mal von dannen. Ich glaube eigentlich ist Rennen und so ziemlich dumm in dem Spiel, oder? Ich meine, man atmet ja dann stärker und alles. Falls es so real überhaupt ist, weiß ich ja nicht. Oh. Oh. Hast du gesehen? Der kleine Mensch sucht einen anderen Menschen. Anders als du. Eine Frau. Ja, eine Frau. Hey, was soll das denn? Haben mich gerade die Geister ernsthaft weggeschubst? Die Geister haben mich gerade geschubst, oder? Wird dir beim Atmen helfen. Oh, geil. Danke. Ich komme wieder. Der Vermutung nach sollte ich da vielleicht nicht rein. Ich kann halt nicht erkennen, ist das nur eine Pfütze? Oder geht's da runter? Ich kann das nicht erkennen. Nicht ums Verrecken kann ich gerade erkennen, ob ich da runterfalle oder nicht. So. Das war's schon mit den Geistern. Oh, ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht gerade, dass das schon mit den Geistern war. Ich habe mir viel mehr erhofft. Und viel mehr erwartet. Dann gehen wir mal runter. Krasser, starker Regen hier. Hallo? Kleiner Junge? Wo bist du hin? Das ist jetzt irgendwo da hinten, oder? Kleiner, brauchst du Hilfe? Alter, das ist so krank. Alter, nee, das tut mir jetzt gerade nicht an, oder? Moment, ich helfe dir. Ich will dir helfen. Der rennt von irgendwem weg oder so, oder? Alter. Was ist hier nur los? Ah, das tut in der Seele weh. Okay, hier gehen wir mal noch nicht hin. Gucken uns hier unten erstmal nochmal um. War es doch bestimmt noch nicht hier unten. Hm? Oh. Ein Mutant. Und eine Leiche. Denk mal an. Ich weiß nicht, was das ist hier, aber ich glaube, wir haben eh schon die High-End-Waffen, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Wo kommt die Musik überhaupt her? Fällt mir gerade mal so auf. Hier läuft Musik. Also ich vermute mal, hier müssen wir weitergehen. Alter. Kleiner, du tust mir echt leid. Du tust mir wirklich leid. Okay, was haben wir hier? Huh!
Boah, leck mich. Boah. Alter, ich gerade. Da sind erstaunlich viele Gegner draußen. Ich weiß nicht, ob ich da raus will. Da ist ja gar keiner. Da habe ich mich wohl geirrt. War wohl doch keiner da. Hä? Ist da gerade ein Schatten runtergefallen? Habt ihr es gesehen? Da ist doch gerade ein Schatten runtergefallen, oder? Ich krieg schon Paras hier. Wir müssen hier eindeutig weg, Leute. Ich krieg hier schon Paras. Ach nee, von hier kommen wir. Ach, wir hätten hier weitergehen müssen. Ach, so ist das. Na dann. Alter. Das arme Kind, Leute. Es tut mir so leid. Es tut mir so fucking leid. Aber wisst ihr, was mir noch leid tut? Dass das Video hier an der Stelle vorbei ist. Ja, es tut mir echt leid. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo. Und vergesst das Video nicht mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, wie traurig die Vergangenheit ist. Weil sie das ja überhaupt nicht weiß, bestimmt, ne? Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye.